Hey, nach einer etwas längeren Pause bin ich wieder zurück mit einem Video, und zwar geht es heute um Pilze. Bevor ich jedoch auf die Gliederung in Abteilung, Klasse und Ordnung eingehe, möchte ich vorher noch ein paar Begriffe klären, da sie in meinen nächsten Videos doch des Öfteren vorkommen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass der eigentliche Pilzkörper nicht das Schwammerl ist, das man beim Pilzesammeln im Wald findet, sondern der Pilzkörper besteht aus einem Geflecht aus Hyphen, die meist unterirdisch zu finden sind. Aber was sind nun Hyphen? Das schauen wir uns jetzt an. Und zwar sind dies lange Zellfäden, mit einer Querwand zwischendrin, also auch Septum genannt. Und sie können auch verzweigt sein. Also zum Beispiel hier. Also Zellfäden. Hoppla. Sie wachsen immer nur an der Spitze weiter, also man nennt dies auch apikales Wachstum. Und wenn mehrere solche Hyphen zusammenkommen und sich bilden, entsteht ein Geflecht, also ein Hyphengeflecht, das man auch Myzel nennt. Die Zellwand der Hyphen besteht jetzt nicht aus Zellulose, wie man es bei Pflanzen findet, sondern aus Chitin und Glucanen. Also die Hyphe besitzt auch keine Chloroplasten. Und ebenso auch keine Cuticula. Dies wäre nämlich eher kontraproduktiv, denn die Pilze senden Ektoenzyme nach außen, die die Nahrung dann in der Umgebung auflösen sozusagen, und diese kann nun leicht aufgenommen werden. Und wäre die Cuticula, könnte die Hyphe die Ektoenzyme nicht nach außen bringen und auch keine Nahrung aufsammeln. So, das war's jetzt mit der Begriffserklärung. Gehen wir weiter zur Gliederung, die etwas komplexer ist. Und zwar grob kann man Pilze gliedern in zwei Abteilungen. Erstens wäre die Abteilung der Ascomykota. Beziehungsweise nennt man diese auch Schlauchpilze. Und die zweite Abteilung, diese nennt man Basidiomykota. Oder auch Ständerpilze. In der Abteilung der Ascomykota kann man wiederum zwei Klassen unterscheiden, und zwar jene, die keine Hyphen bilden und auch keinen Fruchtkörper,
Diese Klasse nennt man Saccharomycetes. Das sind zum Beispiel die typischen Hefezellen. Und dann gibt es noch eine zweite Klasse, die Hyphen und Fruchtkörper bildet. Diese Klasse nennt man Euaskomycetes. Und damit es jetzt noch ein bisschen komplizierter wird, kann man die Klasse der Euaskomyceten noch unterteilen in Ordnungen. Und zwar hätten wir hier die Ordnung Euroziales, hierunter fallen die gängigen Schimmelpilztypen, und dann hätten wir noch die Ordnung der Pezizales. Darunter fallen die Trüffel und die Morchel. Das wäre es jetzt im Groben zur Abteilung der Ascomycota. Schauen wir weiter zur Basidiomycota. Und zwar, diese Abteilung ist etwas höher entwickelt als die Ascomycota. Wir finden praktisch immer einen höher entwickelten Fruchtkörper. Also hier seht ihr dann auch das sogenannte Schwammerl. Aber jetzt mal von vorne. Und zwar, die Klasse nennt sich Eubasidiomycota. Und diese Klasse unterteilt sich wieder in Ordnungen. Und zwar als erste haben wir die Ordnung der Poriales. Dazu zählt zum Beispiel der Baumschwamm. Dann haben wir noch die Ordnung der Agaricales. Also zum Beispiel der Fliegenpilz, aber auch der grüne Knollenblätterpilz und so weiter. Und dann zum Schluss gibt es noch die Ordnung der Boletales. Und dazu zählt der bekannte Steinpilz. Ja, und in meinen nächsten Videos gehe ich dann näher auf die einzelnen Klassen und Ordnungen ein, und ich hoffe, ich konnte hier mal einen groben Überblick über die Gliederung verschaffen. Ciao!